Und da fühlt sich vielleicht auch nicht jeder zu berufen. Für mich war es damals der Ruf. Genau. Und was ich aber in Berlin irgendwann mal gemacht habe, war, mich hinzusetzen und zu gucken, okay, was macht da eigentlich meine Aufmerksamkeit? Wo geht mein Bewusstsein hin? Und natürlich, wenn ich so in so einem Umfeld bin, wo sehr viel ist an Stress und Verkehr und Lärm und Dreck und Leute, die schreiend und kreischend durch die Straßen laufen, tags und nachts, dann geht es sehr schnell, da auch in Widerstand zu kommen, ne? Das so abzulehnen und da genervt von zu sein. Und das heißt, es ist ja aber auch immer eine Wahl, die ich treffen kann, ob ich da nun wirklich drauf einsteige und reagiere und mich aufrege bei Sachen, die ich zu einem größten Teil sowieso nicht verändern kann. Oder ob ich halt dann in den Weg gehe und sage, das ist halt so, wie es ist. Und entweder ziehe ich raus oder ich bleibe halt da und gucke, wo finde ich halt aber in dieser Stadt Möglichkeiten und Gelegenheiten, genau dafür zu sorgen. Ja, hallo Gerard, wunderschön, Hey dass du wieder Alex. da bist. Ja, ebenso. Ich merke jetzt auch, jetzt kommen von außerhalb auch immer mehr Fragen mit herein. Und eine habe ich gesehen, die hast du bei uns eingestellt. Da geht es um das Thema Energie, Räume und Umgebungen. Und zwar, wie wirken sich verschiedene Räume, das können also geschlossene Räume oder auch Orte aus auf das Energielevel und auf das eigene Energiemanagement. Und wenn ich das spüre, habe ich da irgendwelche Möglichkeiten, da was zu tun, das zu verändern oder das vielleicht sogar, wenn ich merke, das ist total cool, das zu verstärken. Was fällt dir dazu ein? Wie kann man da was machen und wie kann man vielleicht das auch viel, viel leichter spüren und darauf eingehen? Ja, das ist ja echt ein Riesenthema, auch quasi eins meiner Lieblingsthemen, weil in meiner, kann ja mal von meiner persönlichen Situation da sprechen. Ich habe ja quasi zwei Wohnstandorte, einmal halt in Berlin mittendrin. Und es ist schon ja ein sehr anspruchsvolles Wohnumfeld. Also vor allen Dingen für jemanden wie mich, der halt von Zeit zu Zeit dann auch immer wieder so Phasen von Stille und Ruhe und Rückzug braucht. Und das ist unter anderem Grund gewesen, warum ich irgendwann auch vor zweieinhalb Jahren gesagt habe, so dass das kostet mich da Kopf und Kragen, wenn ich versuche, die ganze Zeit in diesem Umfeld mich da zu adaptieren und zu justieren und zu balancieren. Also das kriegt man natürlich auch hin mit unheimlich viel Praxis, auch vielleicht mit Phasen von, man geht aus diesem dichten Feld raus und fährt in irgendwelche Parks. Wobei das in Berlin natürlich dann auch nicht das bedeutet, was es bedeutet, wenn du wirklich draußen auf dem Land bist. So, ne? Also eine größere Parkanlage in Berlin bedeutet bei gutem Wetter immer noch 3.000 oder 5.000 Leute um dich rum, die auch alle irgendwo raus wollen und irgendwo hin wollen und dann 3 Kilometer weiter aus dem Epizentrum sich dann in einem anderen Knäuel quasi zusammentreffen. Also es ist unheimlich. Das heißt, mein Tipp wäre sozusagen, hol dir einen zweiten Wohnsitz, so eine Datscha außerhalb deiner Stadt. Ja, genau. Also es ist natürlich vielleicht auch eine extreme Variante, aber für mich war das halt damals der Schritt sozusagen, okay, wie kriege ich das als guten Balancepunkt hin mit allen Anforderungen, die das Leben so an mich hat. Aber natürlich gibt es ganz viele andere Möglichkeiten, auch innerhalb von der Stadt. Jeder hat ja nun nicht die Möglichkeit zu sagen, so ich suche mir jetzt eine zweite Wohnung oder mach den Schritt auch einfach. Also da fühlt sich vielleicht auch nicht jeder zu berufen. Für mich war es damals der Ruf. Genau. Und was ich aber in Berlin irgendwann mal gemacht habe, war, mich hinzusetzen und zu gucken, okay, was macht da eigentlich meine Aufmerksamkeit? Wo geht mein Bewusstsein hin? Und natürlich, wenn ich so in so einem Umfeld bin, wo sehr viel ist an Stress und Verkehr und Lärm und Dreck und Leute, die schreiend und kreischend durch die Straßen laufen, tags und nachts, dann geht es sehr schnell, da auch in Widerstand zu kommen, ne? Das so abzulehnen und da genervt von zu sein. Das heißt, es ist ja aber auch immer eine Wahl, die ich treffen kann, ob ich da nun wirklich drauf einsteige und reagiere und mich aufrege bei Sachen, die ich zu einem größten Teil sowieso nicht verändern kann. Oder ob ich halt dann in den Weg gehe und sage, das ist halt so, wie es ist. Und entweder ziehe ich raus oder ich bleibe halt da und gucke, wo finde ich halt aber in dieser Stadt Möglichkeiten und Gelegenheiten, genau dafür zu sorgen. Und das ist das Schöne zum Beispiel in Berlin, auch wenn man dann halt so mal die Wahrnehmung hat, das ist alles zu viel Leute, zu viel Verkehr, bla bla, kann man aber trotzdem den Blick mal nach links und nach rechts schwenken lassen und dann sieht man, ah, okay, das ist ein dicht bebautes Wohnviertel, aber da ist trotzdem ein kleiner Park vorgebaut. Ja, und dann gibt es vielleicht nicht zu allen möglichen Uhrzeiten die Gelegenheit, sich da in Ruhe hinzusetzen, aber wenn man sagt so,
morgens vor 6, bevor alle aus ihren Betten kriechen, oder abends nach 10, wo es dann ein bisschen ruhiger ist, gibt es halt auch da die Chance, sich ein bisschen mehr mit einem Stück Natur zu verbinden, ne? Oder ich sage, ich schnapp mir das Fahrrad und fahre halt 5 oder 10 Kilometer weit weiter raus. Das wird ja ziemlich schnell dann auch lichter, das heißt weniger bebaut. Und das ist natürlich ja, eine Möglichkeit, die eigentlich immer besteht, sich ein bisschen weiter aus dieser Dichte rauszunehmen und zu gucken, okay, wo gibt es da schöne Ecken und Flecke. Was ich dann auch irgendwann mal gemacht habe, war zu gucken, okay, wo ist denn hier die nächste Sauna? Weil ich eigentlich jemand bin, der so total gerne mit diesem Hitzeelement auch arbeitet, um so meinen Muskeltonus zu balancieren und da mehr Weichheit reinzubekommen und insgesamt einfach mal so das System ganz runterzufahren. Und dann gibt es da aber nicht so viele in Berlin. Und die es dann gibt, da kommen natürlich auch andere Leute auf die Ideen, dass die da rein wollen. Und dann sitzt du halt mit 130 Leuten in so einer finnischen Sauna drin, was dann irgendwie auch fast wie in der U-Bahn ist, so zu Sommerzeiten. Und dann dachte ich, aber warte mal, es gibt doch Hotels, wo meistens eine kleine Sauna unten reingebaut ist oder oben so. Und dann habe ich 2 Straßen weiter tatsächlich ein Hotel entdeckt, die eine Dachterrassen-Etage hatten mit einer kleinen Sauna drin und die auch einen Zugang hatten für Gäste von außen. So, das Das ist ein guter Tipp, ja. wussten aber kaum Leute. Ja. Und das Hotel war auch nicht so extrem frequentiert. Und dann war ich da ein paar Mal drin und hatte im Prinzip diese Sauna 3, 4 Stunden fast für mich alleine. Da kam mal einer rein für ein, zwei Saunagänge, aber im Prinzip war das echt so wie Weite und Luxus in einem Feld, wo man mit einem bestimmten Blick sowas gar nicht erkennen kann. Aber wenn du genauer guckst und man den Blick schärfst dafür, dann lassen sich solche Perlen und Oasen auch da mitten in Friedrichshain entdecken. Ja. Wow, toll. Genau. Ich habe für mich gemerkt, wenn ich in der Stadt bin, ich habe ja auch viele, viele Jahre lang in München gewohnt. Ich bin am Land aufgewachsen, bin dann für viele Jahre nach München und bin jetzt seit 12, 13 Jahren wieder aus München heraus, aber so, dass ich immer noch in München gearbeitet habe oder jetzt auch, wenn ich irgendwas mache, mein Zahnarzt ist noch in München, wenn ich was einkaufe, fahre ich häufig nach München rein, dass ich das sehr, sehr deutlich den Energieunterschied spüre, wo ich mir dann oft denke, ja, wie hast du denn da eigentlich so lange leben können? Ich merke das jetzt immer, wenn ich da in die Stadt reinfahre und da schon nach einigen Stunden, das ist wie so ein Energievampir, mir die Energie absaugt. Und wenn ich wieder nach Hause komme, bin ich total gerädert und kaputt und brauche erstmal, puh, jetzt brauche ich erstmal ein bisschen meine Ruhe und meine Zeit. Weiß ich aber, dass es einfach verschiedene Menschentypen gibt. Denn so geht es ja nicht jedem, sondern es gibt welche, die leben dort und die finden das ganz, ganz toll und die stürzen sich ins Getümmel und in den Trubel, Die um brauchen das dort auch. Energie zu Ja, tanken. brauchen Das das heißt, das auch. sind diejenigen, die kriegen die Energie im Trubel von dem gegenseitigen Austausch. Und wenn man das von sich weiß, dann geht man genau dorthin. Ich kenne das auch nur von Arbeitssituationen. Da gibt es die einen, nach einem stressigen Arbeitstag fragen die dann, gehen wir abends nochmal was trinken und treffen uns da. Während die anderen sagen, boah, das war halt so ein stressiger Tag. Ich bin froh, wenn ich nach Hause komme, meine Ruhe habe. Das sind diese zwei verschiedenen Typen. Die anderen, die abends nach einem stressigen Tag noch was trinken und sich austauschen, die ziehen da ihre Energie wieder und laden ihren Akkulevel wieder hoch, während der andere sich total ausgesaugt fühlt, wie so von einem Vampir so. Und wenn der das weiß, dann ist es besser, dort nicht hinzugehen. Und wenn er das für dich als Menschentyp einfach weiß, ich bin jemand, der braucht Auszeiten im Sinne von Ruhe, um Energie aufzutanken, dann finde ich übrigens den Tipp mit dem Hotel super, weil wenn ich in so einem Hotel bin und die haben diese Sauna, da ist es tatsächlich immer nichts los. Steht Nee, aber immer in der überhaupt nicht. Preisliste, Gäste inklusive, Ja. externe 5 Euro, 8,50 Euro, 12 Euro. Da ist ja keiner. Nee. Also, das muss ich echt mal dran denken, wenn du das Video siehst. Guck mal in Hotelsauna und geh nicht ins Volksbad irgendwie mit so vielen anderen. Ja. Und wenn du also jemand bist, der sozusagen die Ruhe oder die Natur braucht, mach das, such das auch in der Stadt, such deine Auszeiten da. Und wenn du wirklich derjenige bist, der gerne unter Menschen ist und Energie zu tanken, weil du vielleicht ein Energievampir bist und derjenige bist, der unter anderem vielleicht mich aussaugt, dann geh unter die Menschen und
geh in den Trubel rein und kriegst du dort die Energie rein. Und wenn du irgendwo alleine bist und dann merkst du, boah, ich muss irgendwie unter Menschen, weil du dann dort deine Energie kriegst. Das ist also eine sehr, sehr typenunterschiedliche Konstellation. Und da ist es wichtig, dass man im Bewusstsein merkt, was bin ich denn da für einer? Ah, wenn ich in der grünen Oase rumsitze, dann ist mir stinklangweilig und ich will woanders hin. Also gehe ich da hin und dann powert mich das richtig voll. Das ist noch eine interessante Beobachtung, die ich bei mir immer mache und die ich auch von früher bemerkt habe, aber erst in den letzten ein, zwei Jahren kapiert habe. Warum wollen die denn überhaupt jetzt die ganze Zeit noch mal unter Leute gehen, wo ich doch total schlapp schon bin? Ja, weil wir einfach verschieden sind. Ja, und weil es halt auch ein Stück weit aufputscht, ne? Wenn ich dann wieder unter Menschen bin und dann wird gequatscht und dann ist man in so einer Gruppendynamik, dann bringt einen das ja wieder in die Aktivität und aktiviert ja im Prinzip alles, was sonst schon runtergefahren ist. Ob das dann immer gesund ist, ist ja noch eine andere Frage und was man dann da alles noch so macht und was da passiert. Ja, und der eine so, der andere so, wie du es schon gesagt hast auch. Was ich auch interessant fand, wenn ich so draußen auf Retreats gewesen bin und ich bin früher da gewesen als die Leute, die dann aus der Stadt dahin gefahren sind, da konnte man richtig so beobachten. Die sind aus diesem Energy-Gewusel quasi in so einer Zwischendimension erstmal und brauchen so 4, 6, 8, manchmal 12 Stunden, bis sich dieses System quasi mit diesem runtergetunten Landsystem irgendwie angeglichen hat. Das ist total interessant zu sehen. Dann stehen die auch immer erstmal da mit ihren Handys und ne, also dieser ganze Modus, den man sonst so in der Stadt hat, und dann braucht quasi die Natur ein paar Stunden, um diese überreizten und überstressten Seelen und Systeme halt langsam Stück für Stück dann anzupassen und runter zu transformieren. Das ist ein ganz nettes Schauspiel zu beobachten. Das ist das Spannende dabei zu beobachten, aber es zeigt eben, irgendwann kommt die Urnatur von uns Menschen wieder durch und man muss dem einfach diesen Raum und diese Zeit geben. Und wenn du wirklich dann mal daraus fährst, ich wohne jetzt oder so in einer Gegend, wo sehr, sehr viele Tagesausflügler schon kommen, es geht in die Richtung Berge rein, da sind die noch genau in diesem Busy-Modus drin, weil es ist ja nur für so einen Sonntagnachmittag. Oder also sie sind noch sehr, sehr nah an ihrer Docking Station Stadt mit dran. Du brauchst du wirklich diese Zeit und auch im Mindset das Ding, jetzt lasse ich mich drauf ein, jetzt lasse ich das los und jetzt wumm, fährt es runter. Und dann greift die Urnatur, so wie sie als Mensch wirklich geschaffen sind, wieder und gibt ihnen das einfach wieder. Und das ist diese Form einfach von Energieausgleich, die da dann wirklich sehr, sehr wertvoll ist. Und der Punkt dabei ist, selber so in Verbindung mit sich selber zu sein, das zu wissen, das funktioniert bei mir so und so, weil dann kannst du viel, viel schneller und gezielter da machen. Und musst es nicht erst die Natur irgendwie da durchgreifen lassen, sondern dann weißt du es, ah, da fahre ich da und dahin und dann mache ich das und das und dann funktioniert es bei mir genauso. Und dann kannst du wahnsinnig viel Zeit damit sparen, indem du da sofort reingehst. Ja, oder auch halt geschulter und feiner wirst im Wahrnehmen, wann es in die Richtung geht, wann es zu viel wird für einen selbst, ne? Wenn man immer erst in diesen Overload und Over the Peak Bereich reinkommt, dann braucht es natürlich mehr, um sich wieder zurückzuregulieren. Wenn man aber weiß, welche Maßnahmen dahin führen, dass es zu viel ist und zu anstrengend und zu diesem Überstresstsein führt, dann kann ich da viel schneller eingreifen und brauche dann weniger an Maßnahmen, um mich wieder zurückzubringen. Das bedeutet dann aber eben auch, dass du in deinem Alltag eine sehr, sehr enge Verbindung zu dir selbst hast. Dass du spürst, wenn dir Energie abgezogen wird, wenn das irgendwie runtergeht, ohne in einer Form von Gruppendynamik in die Kaffeeküche zu gehen und dir dann Nachmittag in einem 2,5 Stunden Rhythmus ein Espresso zu holen, sondern wirklich das zu spüren und sagen, was ist es genau bei mir? Ist es einfach zum Beispiel auch während der Arbeit? Ich gehe mal raus und gehe 15 Minuten wo auch immer meine Arbeit ist und mache so eine kleine Zwischentankstelle einfach rein. Oder bin ich derjenige, der macht abends noch, der geht nicht sofort nach Hause, sondern der geht eben noch da, ist irgendwie noch ein Park, da setze ich mich da und dahin und beobachte einfach Menschen. Was dann irgendwo dazu ist, dass es einfach nur zu so einem dauerhaften Rauschen und Fluss wird. Und dann kommst du in so einem halb meditativen Zustand einfach schon rein. Also da ist das Ding, sich selbst
wirklich gut zu kennen, seinen Energiehaushalt zu kennen, seinen Typ zu kennen und dann die Punkte zu finden und die funktionieren auch in der Stadt. Und Na am klar. Land ist es dann wieder ganz anders, wenn du das nicht so hast und du bist jemand, der braucht einfach Menschen. Wo findest du die, um das einfach zu haben? Und in der Ja. Stadt gibt es diese kleinen Oasen sehr, sehr wohl. Wichtig dabei ist, kenn dich selber, sei mit dir verbunden. Könnte man natürlich die Frage stellen, was hat das überhaupt mit Gong und Gongspielen zu tun? Ja, genau. Ja. Gongst du schon in dir her? Worüber quatschen wir denn Jetzt hier überhaupt? Ja. erzähl mal, was kannst du da mit dem Gong da tarieren und was kannst du dabei machen? Ich habe gerade eine ganz andere Idee, einen ganz anderen Impuls dazu. Und zwar von einer anderen Perspektive. Das heißt, je nachdem, wie ich halt balanciert oder eben nicht balanciert bin, wirkt sich auch dieser Zustand auf die Art und Weise aus, wie ich mit dem Gong halt interagiere und spiele. Voll, Das heißt, ja. wenn ich selber in so einem, hast du es vorhin gerade beschrieben, da rennen die Leute noch in ihrem Stadtmodus so rum, ne? Und wenn ich in dem Modus sage, okay, wo ist jetzt der Gong, setz mich hin und fange an, Gong zu spielen, dann übertrage ich quasi das, was da noch in mir schwingt und was da noch so hochgetunt ist, übertrage ich auf die Art und Weise, wie ich mit dem Gong interagiere. Das heißt, das Gongspiel wird dann genauso flatterig und unruhig und unharmonisch klingen, weil ich halt quasi das, was da an Grundstimmung, an Grundschwingung da ist, als Verstärkung mit dem Gong also sichtbar beziehungsweise vielmehr ja hörbar mache. Und du Ja. überträgst es durch dein Gongspiel dann auf die Leute, für die du Ganz spielst. genau, ganz genau. Und dann gehen die mit so einem Ding dann raus. Die können das dann zwar meistens nicht genau beschreiben, was da heute war, aber die können sehr wohl sagen, das war heute irgendwie anders. Sehr Ja. häufig sogar bewerten sie es in das Positive, Negative. Also in das Positive wäre es dann total tief, relaxed, entspannt. Und das Negative, irgendwie geht es mir heute total lauter Blitze durch den Kopf, so was du heute gespielt hast. Das sind dann Das hat oftmals die Metaphern und die Bilder, die sie dann bringen, um das zu beschreiben, was sie ja. einfach gemacht und erlebt haben. Und auf der anderen Seite ist es wieder genau darum, um in diese Verbindung mit sich selbst zu kommen, hilft der Gong einfach sehr, sehr gut, weil er einfach in der Lage ist, zum einen von du mit deinem Körper bist ja schon, du hast deine Augen zu, du bist voll dafür offen, dass da jetzt etwas kommt und damit kommen schon weniger Impulse rein. Das fährt dich schon mal runter. Und dann die Schwingungen des Gongs über den Körper, übers Gehör, fahren dich einfach so runter, dass du einfach viel, viel sensibler dafür wirst, was geht in dir vor, wo stehst du und von welchem Punkt aus fährt dich der Gong in die Entspannung, noch tiefer Meditation, in den Trance-Bereich herein. Und wenn du das öfters regelmäßiger machst, ich habe ein paar Leute bei mir im Kundalini-Yoga-Zentrum in München, die fragen jetzt schon und schicken mir E-Mails, wann dürfen wir denn wieder? Da steht jetzt dort, du bist im Mai. Nee, im Mai hat das Yoga-Zentrum noch zu. Es ist jetzt im Juni. Da, die wollen da schon längst wieder andocken, weil die das wie so eine Oase einmal im Monat für sich einfach entdeckt haben. Da, man könnte es jetzt bequemlichkeitshalber sagen, da macht das jemand mit mir. Ja, wirst halt Da muss ich durchgeschüttelt, mich ne? nicht Der Gong, anstrengen, da lege Gong, ich mich ja. einfach nur hin und dann macht der mit seinem Gong das mit mir und das ist toll. Ja, das ist das Interessante am Charakter des Gongs, dass er im Prinzip über A, seine Sanftheit, die Leute sanfter reinholt und reinbegleitet, aber auch durch die Intensität und durch die Vibrationen natürlich ganz viel von diesem eingespeicherten Stress halt durchschüttelt und rausvibriert und Genau. quasi umwandelt und auch freilässt im besten Fall. Ne? Das ist ja einfach eine Deshalb schöne ist es auch eine Art von, Doppelkombination so an genau, Wirkung. wenn du also nicht den Park um dich herum findest oder du merkst, das sind total viele, die hängen da im Park schon rum, du findest nicht deinen Platz. Vielleicht findest du deinen Platz irgendwo bei einer Gong oder bei einer Klanganwendung und dann geh dorthin und dann lass dich dort einfach so mit Schwingungen durchshaken, durchschütteln, dass du dann einfach wieder in diese Form von Verbindung zu dir kommst und dann wie so ein kleiner Zwischenspa, das ist ja, dass du da nicht einen ganzen Tag brauchst, da reichen dann 2 Stunden für eine Session am Abend oder wenn du eine Ja. Einzelbehandlung hast, oftmals nur 1 Stunde und dann, boah, zieht dich das genauso fest runter und du bist dann so wie ein kleiner Alltagsreboot, dass du dir 3 Stunden Park schenken kannst. Und die Sauna auch.
Auch noch. Ja, Also das ist gut. genau diese Verknüpfung mit, wie arbeite ich mit Energien, wie fahre ich die bewusst hoch, wo kann ich die runterfahren, wo kriege ich die, wo gebe ich die. Und der Schlüssel dafür ist meiner Meinung nach, für sich selbst so in Verbindung zu sein und sich so zu spüren, um zu merken, jetzt brauche ich das, wo kriege ich das, jetzt ist es das eher, jetzt habe ich dieses Bedürfnis, jetzt kann ich mir das da und da holen. Und da gilt es auch auszuprobieren, ne? Was passt für mich, was tut mir gut, was tut mir auch Genau. vielleicht nicht gut. Und sich da wie so einen kleinen Werkzeugkoffer zurechtzulegen. So, ich habe da auch ein paar Tools, die etabliere ich und praktiziere ich so seit Jahren. Das eine ist halt, mich fast jeden Mittag für 10 Minuten hinzulegen, ein kleines Schläfchen zu machen. Das sind meistens nur 2, 3, 4 Minuten, aber das hat eine Tiefenwirkung, als wenn ich halt 4 Stunden penne, so nachts, ne? Das habe ich mir irgendwann mal antrainiert und das ist abrufbar. Also ich kann mich im Prinzip, könnte ich mich jetzt hinsetzen und dann bin ich in 2 Minuten eingeschlafen. So, das kann aber Das nicht kann man jeder. tatsächlich trainieren, ja. Genau, ja, das kann nicht jeder. Was auch richtig gut funktioniert, und das mache ich oft hier draußen auch, einfach raus, Fahrrad nehmen, 2 Kilometer fahren, Schuhe aus und dann einfach über einen Feldweg einmal 5 Minuten in die eine Richtung barfuß zurücklaufen, in die andere Richtung wieder aufs Fahrrad zurück. Du bist wie entladen, aufgeladen gleichzeitig. Und man hat so dieses Gefühl, wieder ein bisschen mehr Stabilität im Kontakt zum Boden zu haben. Also für mich ist das einfach ein ganz, ganz schönes, im wahrsten Sinne des Wortes, ja, erdendes Ritual auch. Was übrigens auch Ja. im Winter, wenn irgendwo noch Schnee liegt, auch wahnsinnig gut Ja, funktioniert. ja, ja. Barfuß im Schnee, Ja. uah, das ist Ja. so ein Energiebooster, als würdest du deine Füße irgendwo in puren Strom hineinstecken. Also Das das knipst dich halt voll energetisiert an, so, so. ne? Ja. Also das ist Wahnsinn. Probier das auch mal aus. Barfuß da drin. Ist eine spannende Sache. Jo. Ja, jetzt haben wir viele einzelne kleine Tools und Ideen schon raus. Wo kriege ich meine Energie? Wie kann ich mein Energiemanagement im Alltag, in der Stadt, am Land einfach sehr, sehr gut machen? Ich denke, da ist auf jeden Fall was dabei, was du für dich da so mitnehmen kannst. Und wenn du da noch irgendwelche Anregungen oder Fragen hast, dann schick uns einfach eine E-Mail und dann machen wir vielleicht auch mal eine zweite Runde. Wenn du genau sagst, ah, ich mache das so und so, nimm das doch auch mal mit rein, dann machen wir da noch mal eine zweite Runde damit zu dem Thema Energiehaushalt und wie kann ich mich da spüren und wie kann ich dann genau auf den Punkt, klack, mir das holen? Ja, Danke dir. danke dir auch.